Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie heute recht herzlich hier wieder zu einer neuen Folge von Dirt TV. Heute mit dem Malibu T94 LE als unser Editionsmodell der Saison 2023. Heavy Fahrwerk, 4,25 Tonnen, 180 PS, Automatik, Wandlergetriebe von ZF, Voll-LED-Scheinwerfer, Fahrassistenzpaket. So viel schon mal zum Basisfahrzeug. Malibu typisch haben wir eine große Außenstauraumklappe, bei der wir bis auf die andere Seite durchladen können. Da passen auch nochmal Sprudelkästen rein. Hier oben haben wir unsere Druckwasserpumpe, leicht zugänglich, sollte da mal irgendwas dran sein. Wir haben unseren großen Außengas-Staukasten für 2x11 Kilogramm Gasflaschen mit Duo-Control, automatischer Umschaltung, Crash-Sensor und Fernanzeige. Und wir haben hier einmal unsere große Garage, beladbar bis 250 Kilogramm, sprich genügend Platz für E-Bikes, kleine Vespa-Roller, Zubehör, Campingstuhl, Campingtisch, alles passt da rein. Einmal auf der anderen Seite haben wir auch hier die große Heckgarage. Bodentief, 1,20 hoch, 1,05 Meter breit. Also hier ist wirklich genügend Platz für alles. Dann haben wir hier eine weitere Außenstauraumklappe für Werkzeug, Kabeltrommel, kleinen Gasgrill, solche Spielereien. Und auf der Beifahrerseite auch hier nochmal eine separate Stauraumklappe, wo wir quer durch das Fahrzeug einmal komplett durchladen können. Das bietet sich dann an für Skier, Snowboards, Stand-Up-Paddle und so weiter und so fort. Dann haben wir hier unsere Toilettenkassette mit Sogentlüftung über einen separaten Kamin auf dem Dach. Einmal im Cockpit angelangt, fällt uns hier einmal direkt das neue Lenkrad von Fiat auf. Mittlerweile deutlich automotiver, mit vernünftiger Bedienung am Lenkrad für Anrufe annehmen, ablehnen, Sprachsteuerung, Einstellung im Menü, der Tempomat jetzt hier direkt am Lenkrad. Früher hatten wir hier links immer so einen nervigen Hebel. Da ist dann der ein oder andere, der ein bisschen größer war, direkt immer mit dem Knie dran gekommen. Das haben wir jetzt hier alles schön zentral am Lenkrad in Leder. Hier unser großes 9 Zoll System von Pioneer mit Apple CarPlay, Android Auto, Reisemobil Routenführung mit Längen, Breiten und Höhenangaben, mit einer separaten Rückfahrkamera, die wir uns während der Fahrt dauerhaft anzeigen lassen können als Rückspiegelersatz, Klimaanlage, hier unten unsere Einstellungen und das Ganze mit Fahrassistenzpaket, heißt Lichtsensor, Regensensor, Spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung und so weiter und so fort. So viel zum Cockpit. Fahrerhaussitze sind natürlich für Beifahrer als auch Fahrer drehbar. Den Tisch hier können wir auch nochmal nach Belieben drehen, verschieben und so stellen, wie es uns am besten gefällt. Dann haben wir hier unten Malibu typisch ein großes Staufach. Hier passen Bier, Sprudel, Weinkästen, je nach Belieben und je nach Geschmack rein. Zusätzlich haben wir hier unsere sogenannte Wasserablasszentrale, sprich alle Tanks sind direkt per einfachem Hebel zu öffnen und zu schließen. Sie müssen also nicht dreimal ums Auto rumrennen, um den Abwassertank unterm Fahrzeug zu entleeren, den anderen Tank hier, den Boiler hier, alles hier schön zentral gelagert. Und hier unten sehen wir dann auch schon den ersten unserer Heizungskonvektoren, denn wir haben hier in dem Fahrzeug eine alte Warmwasserheizung verbaut, also maximaler Komfort auch bei kalten Temperaturen. Beliebt bei allen Frauen oder auch Männern dieser Welt mit vielen Schuhen, haben wir hier unseren Schuhschrank, der nochmal einen Ticken überarbeitet wurde, sodass hier auch wirklich größere Schuhe mal reinpassen. Hier oben haben wir unsere Steuerzentrale, heißt hier haben wir unser Hauptbedienpanel, wir haben das Bedienpanel unserer alte Warmwasserheizung und hier oben unsere Duo-Control mit Crash-Sensor und automatischer Umschaltung als auch Fernanzeige. Hier drunter versteckt sich dann unser
24 Zoll Smart TV mit Amazon Prime, Netflix, YouTube und wie sie alle heißen. Wir haben eine Aufbautür mit Zentral- und Doppelverriegelung, also auch hier nochmal ein Ticken mehr Komfort und ein Ticken mehr Schutz und das Ganze in extra breit. Kühlschrank, allseits beliebt, von beiden Seiten zu öffnen. Das gleiche gilt für das Gefrierfach von der als auch von der Seite. Und hier oben haben wir unseren Gasbackofen für mal Brötchen aufbacken, kleine Tiefkühlpizza und so weiter und so fort. Kommen wir in der Küche an. Spüle ist entweder unsere Abdeckung, ein Schneidebrett oder eine Zusatzablage. Wir haben einen schönen großen 3-Flammenkocher mit automatischer Piezo-Zündung. Wir haben mehrere große Schubladen. Auch hier unten nochmal eine. Und dann haben wir hier versteckt unseren Mülleimer. Jetzt sogar mit Mülltrennungsfunktion. Also auch hier nochmal eine kleine Verbesserung im Vergleich zu den vorangegangenen Modelljahren. Eine große Besteckschublade. Hier. Und auch hier unten nochmal große Schubladen. Da passt ordentlich was rein. Hier haben wir einen weiteren Stauraum für Sprudel, Bier oder Wein. Und dann zum Kochen hier nochmal einen kleinen Geheimschrank für Öl, Essig, Balsamico für die Feinschmecker unter uns. Sollte einer von Ihnen schon schlafen wollen, dann können wir hier und hier nochmal den Raum abtrennen. Oder wir können das Ganze auch mit der Bartür darstellen. Die ist dann auch nochmal abschließbar und fest verriegelt. Herzlich willkommen im Bad. Lichtschalter haben wir einmal hier für die großen Spots und die Ambientebeleuchtung. Wir haben große Spiegelschränke hier, als auch große Spiegelschränke hier links nochmal. Das heißt, auch da passt was rein. Hier ein kleines Geheimfach. Und dann hier nochmal ein weiteres Highlight. Einen Wäschekorb und den Toilettenpapierhalter mit Ausgang hier. Hier befinden wir uns in der Dusche. Als Referenz, ich bin 1,86 groß und auch hier ist noch genügend Kopffreiheit vorhanden. Bewegen kann ich mich auch, also da ist normalerweise immer Platz für jeden. Dann haben wir hier einmal unsere Komfort-Einstiegstreppe. Eine meiner Lieblingsausstattungsvarianten, weil hier unten drunter haben sie nochmal schön große Staufächer. Bietet sich ebenfalls nochmal für Schuhe an und sie haben den Vorteil, dass sie hier eben in der Mitte nicht so eine doofe Leiter haben, sondern sie können ganz bequem hüfthoch in das Bett einsteigen. Unter den Betten oder den Matratzen befindet sich dann auf jeder Seite nochmal ein dementsprechend großer Kleiderschrank, links als auch rechts. Bodentief heißt also, hier ist auch mal Platz für eine Winterjacke, ein Abendkleid, für jede Jahreszeit was dabei. Hinten im Fahrzeug haben wir dann links als auch rechts die rundumlaufenden Schränke mit genügend Stauraum. Das gleiche auch hier nochmal hinter mir. Das heißt, hier haben wir den Platz wirklich genutzt und nicht hier oben einfach nur eine ungünstige Ablage, wo ich nachher maximal ein Handy oder eine Brille drauflegen kann, sondern hier haben wir wirklich Stauraum. Noch ein Tipp aus der Praxis, liegt man auf der Seite oder liegen Sie auf der Seite, kommen Sie immer mit dem großen C hier an die Lichtschalter. Jetzt haben Sie schon mal einen groben Gesamteindruck vom Fahrzeug. Jetzt fragen Sie sich, was macht das Ganze denn so speziell? Es handelt sich hierbei um ein Editionsmodell der Dörr-Gruppe. Heißt für Sie als Endkunde, wir haben die Fahrzeuge schon vorkonfiguriert, wir haben sie vorrätig, ohne lange Wartezeiten. Bei den Fahrzeugen ist schon dabei eine Markise, eine kleine Solaranlage,
als auch eine Sattanlagenschüssel oben auf dem Dach. Alles fest montiert zu einem Endpreis als teilintegrierter 94 LE für 119.990 Euro. Sollten Sie noch weitere oder spezifische Fragen zu dem Fahrzeug haben, so können Sie sich gerne unter unten eingeblendeter E-Mail-Adresse direkt bei mir melden. Und dann können wir schauen, ob wir für Sie auch das perfekte Wohnmobil haben.